Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Heute haben wir ein kleines Rätsel für euch. Wir sind sehr gespannt, wer es rausbekommt. Nehmt euch mal Zeit, legt die Füße hoch und pausiert mal. Ich muss es ehrlich gestehen, ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es mir angeguckt und bin nicht drauf gekommen. Ich meine, entweder man sieht halt oben ein M, dann ein Herz und ein Kleeblatt. Oder man erkennt halt irgendwie, dass da Zahlen mit im Spiel sind. Ne? Und man sieht halt, wenn man sich genau anguckt, oben ist die 1, da unter die 2, dann die 3 und gegenüber einfach nur spiegelverkehrt, wie ihr seht. Und dann kommt natürlich am Ende die 4, die müsst ihr aufschreiben und daneben ist es halt die 4 spiegelverkehrt. Die 4 kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise schreiben. Aber wie gesagt, jetzt ist das Programm, hat sie halt so geschrieben, man kann es auch anders schreiben. Ne? Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss, wenn ihr das Rätsel anderen Leuten stellen wollt, schreibt ihr das erstmal auf den Zettel, erstmal die Zahlen ganz normal untereinander und dann schreibt ihr immer die Spiegelzahlen auf. Das dürfen die anderen natürlich nicht sehen, sonst wissen sie es gleich. Ne? Oder ihr teilt einfach das Video. Haut rein und dann bis zum nächsten Rätsel. Ciao!